Viele Menschen aus den migrantischen Communities machen sich Sorgen darüber, wie in der Politik über die Themen Flucht und Migration diskutiert wird. Ich freue mich heute darüber, mit der Integrationsbeauftragten sowie Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung sprechen zu können. Hallo Frau Rim Alabali Radovan. Hallo. Wie nehmen Sie die Auswirkungen, die diese Art und Weise in der Politik über Flucht und Migration zu diskutieren, also die Auswirkungen in der gesamten Gesellschaft, wahr? Ich glaube, wir sind mittlerweile an so einem Punkt, dass über Migration so gesprochen wird, dass man gar nicht mehr merkt, dass da auch Menschen dahinter stecken. Ja, vor allem auf migrantische Communities hat das eine große Auswirkung, weil sehr negativ über Flucht und Migration diskutiert wurde, auch politisch leider in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch. Und das hat Auswirkungen. Menschen fühlen sich unsicher, sie fühlen sich auch nicht willkommen. Und deshalb sage ich auch immer, wir müssen wirklich wieder dahin zurückkommen, sachlich über Migration zu diskutieren. Wir müssen wieder mehr dazu kommen, dass wir das Miteinander stärken, dass wir zeigen, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft. Und ich glaube, auch die Demonstrationen der letzten Wochen und Monate gegen Rechtsextremismus haben ja auch noch mal gezeigt, dass wir eine weltoffene Gesellschaft sind. Und das müssen wir jetzt auch in unserer Sprache und in unserer Diskussion über Migration auch zeigen. Wenn über Migration gesprochen wird, ist vor allen Dingen seit letztem Sommer der Begriff der sogenannten illegalen Einwanderung besonders dominant. Es entsteht die Annahme, dass viele Menschen sich in Deutschland aufhalten, ohne das Recht dazu zu haben und deshalb viel mehr abgeschoben werden sollte. Aber die Zahlen zeigen, dass in der Realität eigentlich nur eine kleine Gruppe von Menschen überhaupt abgeschoben werden könnte. Was wäre Ihrer Meinung nach notwendig, damit im Kontext der Migration differenzierter diskutiert wird? Ja, es braucht den Willen der Akteure, die über Migration und Integration diskutieren, die das auch verhandeln, also wie Politik, aber auch Medien, da genau aufzuzeigen, was eigentlich los ist, was Realität ist und was vielleicht auch manchmal anders oder falsch dargestellt wird. Zu zeigen, dass wir über ganz verschiedene Gruppen von Menschen sprechen. Ich meine, über 50% der Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, kommen aus dem europäischen Ausland, die haben gar nichts zu tun mit Flucht und Asyl. Dann gibt es ganz viele Menschen, die kommen aus Asylgründen, die aber auch einen berechtigten Zugang haben zu Asyl. Das ist der größte Teil der Asylsuchenden. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die kein Asyl bekommen, wo wir aber auch in unterschiedliche Gruppen schauen. Und darüber müssen wir ganz differenziert sprechen können. Das Geheimtreffen von RechtsextremistInnen, um die Massendeportation von MigrantInnen zu planen, ist eine innere Bedrohung für die Demokratie. Und bei dem Treffen waren auch unter anderem PolitikerInnen von AfD und CDU dabei. Trotz der Massenproteste, die sich aufgetan haben, ist die AfD in den Umfragen immer noch stark. Und gleichzeitig haben sich die Angriffe auf geflüchtete Menschen fast verdoppelt im letzten Jahr. Die Menschen haben Angst, sie haben Ängste, sie denken darüber nach, Deutschland zu verlassen. Was muss insbesondere die Politik tun, um den Menschen die Angst zu nehmen? Also ich nehme die Sorgen sehr ernst und auch die gesamte Bundesregierung nimmt die Sorgen sehr ernst. Wir hatten erst kürzlich ein Treffen mit VertreterInnen von Migrantenorganisationen, von Communities, mit dem Bundeskanzler. Da haben die Menschen auch dem Bundeskanzler direkt erzählt, was dieses Geheimtreffen mit ihnen gemacht hat, die Erkenntnisse darüber, aber auch die steigende Zahl von Angriffen, der steigende Rassismus, den Menschen erleben. Viele sind in Sorge, sie sprechen von gepackten Koffern, überlegen, Deutschland zu verlassen. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen, dass diese Sorge bleibt. Und wir arbeiten auch schon seit 2 Jahren in dieser Bundesregierung daran. Wir sagen ganz klar, Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die innere Sicherheit. Es geht aber auch, wenn wir bei Umfrageergebnissen zum Beispiel schauen, es geht natürlich auch um politische Bildung und um Demokratie stärken. Wir müssen mehr investieren in politische Bildung. Das sind so ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt auch folgen müssen. An dieser Stelle möchte ich Sie auch als Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung ansprechen. Mit dem Hintergrund der Ereignisse in Israel und Palästina kam es zu einer Zunahme von antisemitischen Angriffen in Deutschland. Aber nicht nur. Die Allianz für Islam- und Muslimfeindlichkeit CLAIM
hat festgestellt, dass im Zeitraum Oktober und November 2023 die gemeldeten antimuslimischen Angriffe um 43% gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Viele Menschen, insbesondere aus den arabischen und gerade auch aus den palästinensischen Communities, fühlen sich pauschal unter Extremismus und Antisemitismus Verdacht gestellt. Sie fühlen sich in ihren demokratischen Grundrechten beschnitten, alleingelassen und ausgegrenzt. Wie können Sie dem als Antirassismusbeauftragte entgegenwirken? Ja, zunächst einmal habe ich sehr frühzeitig gesagt, dass es keinen Generalverdacht gegenüber Musliminnen oder Menschen aus arabischen Communities geben darf, dass sehr, sehr viele Menschen auch aus diesen Communities den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober verurteilen, aber sich gleichzeitig auch Sorgen machen um die Situation in Gaza und Palästina und dass sie das aber nicht unter Generalverdacht stellen darf. Dazu habe ich mich positioniert und mich besorgt die Situation sehr. Einmal die gestiegenen Zahlen zu Antisemitismus, die gestiegenen Zahlen zu antimuslimischen Rassismus. Wir müssen beides sehen, wir müssen beidem entgegenwirken. Ich würde mir da wünschen, dass wir nicht Gruppen gegeneinander ausspielen, dass wir wieder in den Dialog kommen. Ich wünsche mir das nicht nur, ich mache das konkret auch mit Projekten. Zum Beispiel habe ich mit dem Zentralrat der Juden ein Projekt, das heißt Shalom Aleikum. Der Name sagt es schon, wir bringen beide Communities zusammen und das funktioniert auch immer noch, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Und das würde ich mir auch im Diskurs wünschen, dass wir auf die Perspektiven aller Menschen achten, die auch bei uns in Deutschland leben und da wieder zu einem Miteinander finden. Vielen Dank.